Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um das Thema Powerbank gehen, denn ich habe mir eine neue gekauft. Ihr seht es ja schon, ich habe so kleine Powerbanks immer wieder gekauft, weil ich sie für verschiedene Zwecke im Einsatz habe. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass ich mir unterwegs mal mein Navi oder eben mein Smartphone schnell aufladen kann. Da reicht beispielsweise schon so eine kleine Powerbank mit 6000 mAh. Die hat 20 Euro gekostet. Dann habe ich hier eine Anker Powerbank und die ist unglaublich. Die habe ich mir vor über 10 Jahren gekauft. Hat, wie viel hat die? Ich glaube 10.000, 15.000 mAh hat die. Und die rennt heute noch wie am ersten Tag. Also ich merke da wirklich keinen Unterschied. Die ist so unfassbar gut und das soll jetzt keine Schleichwerbung für Anker sein, aber ich bin halt mit der Powerbank ultra zufrieden. Die 15.000 mAh, die reichen problemlos aus, um mein Handy 2 bis 3 Mal aufladen zu können. Und von daher, mit Anker habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann habe ich hier noch eine Powerbank. Die habe ich damals mal für eine Review zugeschickt bekommen. Das Review war dann nicht so gut. Ich konnte die Powerbank dann trotzdem zwar behalten, aber das ändert halt nichts daran, dass das Teil einfach, so leid es mir tut, Müll ist. Angegeben ist diese Powerbank mit 30.000 mAh. Klingt schon mal sehr gut. Hat 1 Ampere Ausgangsleistung. Hier bei der Anker habe ich übrigens einmal 1 Ampere und einmal 2 Ampere Ausgangsleistung. Und bei der kleinen hier sind es ebenfalls 2x 1 Ampere plus USB-C Ausgang. Das hat die alte Anker natürlich noch nicht. Die hat dafür ein Licht drin. Aber ums Licht soll es nicht gehen, sondern einfach um die Powerbank. Sondern was ist das Problem mit der China Powerbank? Ich lade die auf 100%. Das dauert ewig. Also irgendwas zwischen 8 bis 10 Stunden dauert das. Und ihr seht es, die hat jetzt ein paar Wochen in der Vitrine gelegen und sie geht schon nicht mehr an, weil sich der Akku selbst entladen hat. Und das ist wirklich ja der allerletzte Müll, so leid wie es mir tut. Wenn ich eine Powerbank kaufe, so wie die Anker hier, die habe ich letztes Jahr, bevor ich meine Alpenrundreise gemacht habe, das war letztes Jahr im März, habe ich die aufgefüllt und die hat immer noch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber die ist immer noch bei 100%, also 175, 50, 25 und die ist immer noch bei 100% nach über einem Jahr. Das schaffen meine großen Powerbanks, die ich gekauft habe, natürlich auch. Ich habe da noch richtige Powerstations, aber bei der Anker, wie gesagt, jetzt sind das 16 Monate und die ist immer noch vollgeladen. Die China Powerbank, die habe ich erst vor kurzem aufgeladen, also was heißt vor kurzem, es war ungefähr vor 3 Monaten, weil wir im Flur etwas stehen haben, wo eine LED-Lichterkette dran ist per USB, die wollte ich damit beleuchten, dann habe ich die angeschlossen, lief auch wunderbar, auch wirklich lange, weil mit 30.000 mAh hält das Ding lange. Ich habe es nicht gemessen, ob wirklich 30.000 mAh drin sind. Aber das Problem war, ich habe es dann am nächsten Tag wieder aufgeladen, habe sie dann aber weggelegt, weil die Box einfach zu groß war. Wir haben uns dann, ich glaube bei Rossmann oder Norma, irgendwie so eine ganz kleine Powerbank geholt mit 6.000 mAh. Die kann man viel besser verstauen, die nimmt halt nicht so viel Platz weg. Und deswegen lag die vollgeladen in meiner Vitrine. Und jetzt schaue ich und das Teil geht schon wieder nicht an. Und genau das gleiche Problem hatte ich damals auch, als die Rezension von mir erwartet wurde. Und die war schon vernichtend. Die ist dann auf Wunsch des Verkäufers auch wieder gelöscht worden. Aber ja, so viel zu den eher schlechten Erfahrungen bei den Powerbanks. Und jetzt kommen wir endlich zu den guten Nachrichten. Ich habe mir eine neue Powerbank geholt. Es war Amazon Prime Day. Da gab es die Anker, ich weiß nicht, wie heißt die, Solo Number One. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, für 26 Euro. Kostet normalerweise 33 Euro, hat 20.000 mAh. Und da seht ihr schon den Fortschritt. Das hier waren 15.000, das sind 20.000 mAh. Tut sich nicht viel. Ich würde sogar sagen, insgesamt ist die Box zwar etwas dicker, aber dafür kleiner.
und hat trotzdem 5000 mAh dabei. Außerdem ist hier direkt ein USB-C-Kabel fest verbaut. Das finde ich etwas kritisch, weil ich habe immer Angst, dass solche Sachen schnell kaputt gehen. Und dann habe ich halt dafür keinen Ersatz und habe dann dieses Kabel hier rumbaumeln. Ich hoffe, dass das lange hält. Falls dem nicht so ist, werde ich auf jeden Fall nochmal ein zweites Video dazu machen. Denn generell finde ich es halt cool, dass hier das Kabel schon direkt dabei ist und ich es nicht verlieren kann. Hier waren natürlich auch Kabel dabei. Die habe ich in so einem kleinen Netzbeutel mit drin. Und wie gesagt, nach über 10 Jahren habe ich die Kabel immer noch. Also ich habe es geschafft, die nicht zu verlieren. Könnte aber durchaus passieren. Und wenn man gerade beim Campen ist, man verliert das Kabel, dann ist die Powerbank in dem Moment, ja, sag mal, sinnlos. Und das Kabel hier, wie gesagt, ist fest verbaut. Und die meisten Geräte verfügen ja heute über USB-C, zumindest Smartphone und Navi, was für mich jetzt Priorität hat. Aber ihr habt dazu noch die Möglichkeit, hier ein weiteres USB-C-Gerät anzuschließen oder eben über USB-A ein Gerät anzuschließen. Und auch hier ist es so, 100%, die habe ich gekauft zu den Prime Days. Das war jetzt vor 10, 11 Tagen irgendwas, aufgeladen und nicht 1% in der ganzen Zeit verloren. Und das für 26 Euro. Die 20.000 mAh, die reichen dabei schon aus, um mein Handy 3 bis 4 Mal aufzuladen. Hier 2 bis 3 Mal. Finde ich sehr, sehr gut. Und es ist halt klein, kompakt. Man kann es wunderbar mitnehmen. Ich kann euch nochmal schnell die Maße zeigen, damit ihr es genau wisst. Die hat jetzt eine Breite von ungefähr 12 cm mal 7 cm und eine Dicke von vielleicht 3 cm, noch nicht mal 3 cm. Wirklich super kompakt, passt in jeden Rucksack, selbst in eine kleine Bauchtasche passt die rein und ihr habt auf jeden Fall Stromversorgung für unterwegs. Finde ich genial. Deswegen, meine Empfehlung ist, wenn ihr wirklich eine coole Powerbank haben wollt, setzt auf irgendwelche Anbieter, die zumindest aus dem europäischen Raum kommen. Natürlich kann es auch aus Amerika irgendwas sein. Bei China Powerbanks kann es gut gehen. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall, ich habe nichts gegen China-Ware. Ich finde die oft sehr, sehr gut. Und bei Powerbanks, Solarzellen und sowas bin ich bei China immer extrem vorsichtig, weil die zum einen maßlos übertreiben. Und das Problem ist, wenn du so ein Gerät hast wie hier, was dann defekt ist, das kannst du dann noch nicht mal zurückschicken, weil du dann die Transportkosten selber zahlen müsstest. Mir wurde das Gerät aus Deutschland zugeschickt. Ich hätte es also zurückschicken können. Warum ich es behalten durfte, obwohl die Rezension schlecht war, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wollten sie einfach den Müll nicht entsorgen. Nur wenn ich die jetzt hätte nach China zurückschicken müssen, hätte es passieren können, dass die Versandkosten dabei 40, 50 Euro gelegen hätten. Von daher, seid vorsichtig, wenn ihr sowas in China bestellt. Setzt einfach auf europäische Sachen und bei mir jetzt in dem Fall mit Anker habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob es die besten Akkuträger sind, aber mich stellen sie so auf jeden Fall zufrieden und ich mache in einem Jahr, im nächsten Jahr, im Juli, nochmal ein Video zu der Powerbank und werde euch dann sagen, ob es da irgendwelche Leistungseinbußen gab innerhalb dieser 12 Monate, ob es irgendwelche Probleme gab oder ob das Ganze weiterhin so durchgehalten hat, wie mein 10 Jahre altes Schätzchen hier, die tatsächlich immer noch ist, wie am ersten Tag. Aber jetzt habe ich 2 und bin halt doppelt abgesichert. Was sagt ihr zu der Powerbank? Habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht? Ist Anker Zulu tatsächlich der Name? Ich bin mir da wirklich nicht sicher, aber ich glaube fast ja. Kennt ihr andere Powerbanks in der Größe, die wirklich gut sind? Ich habe gesehen, es gibt auch noch so kleine Teile, die man direkt ans Smartphone anschließen kann. Die sind dann ungefähr so nur so groß mit USB-C-Stecker dran. Würde mich mal interessieren, welche da so die beste in dem Bereich ist, dass ich mir auch die mal zulegen kann. Dann habe ich eine separate Versorgung für Smartphone und kann die halt für Navi oder andere Geräte hernehmen. Deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr von diesen kleinen Ansteckdingern da irgendeins besitzt, was ihr empfehlen könnt. In dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.